Also herzlich willkommen zum Expertentalk mit Tom Büchel. Also Tom, ich stelle dich kurz vor. Wenn du dich natürlich gerne noch selbst vorstellen möchtest, mach das. Ich kann wahrscheinlich gar nicht alles erwähnen. Ihr wisst Ja, wahrscheinlich. ich kann ja so ein paar witzige Worte über mich erzählen. Ja, genau. Das ist Bestens. Er ist ja. der Herausgeber vom Horseman, ist ein Trainer, ein Western-Trainer, beschäftigt sich viel mit Biomechanik, Kommunikation. Und was ich spannend fand, als wir uns das erste Mal so unterhalten haben, ist, dass du auch den Huf im Fokus hast. Und so sind wir eigentlich auch zu diesem Talk gekommen. Aber Tom, da gebe ich gern das Wort an dich weiter. Du kannst da sicherlich mehr und viel besser über dich informieren. Ja, also es ist so, dass ich erstmal vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt heute da sein kann und auch von mir natürlich herzlich willkommen an alle, die mit dabei sind und vor allem auch in die schöne Schweiz. Ja, ja, vielleicht so ganz kurz zu mir. Ich bin jetzt bei der Reiterei. Ich bin eigentlich als Späteinsteiger dazugekommen vor circa 30 Jahren. Ja, bin ich dann mit knapp 30 eingestiegen in die Reiterei. Damals direkt ins Westernreiten. Auch relativ schnell, sehr stark, also gar nicht zuerst lang Freizeitreiten, sondern einstiegen, Quarter Horse gekauft, 2 Jahre später einen Sattelshop aufgemacht, in der Zeit schon angefangen, Turniere zu reiten und. Haben wir dann aber relativ schnell erkannt damals, dass die Reiterei im Prinzip, so wie ich sie mir vorstelle, in der Turnierreiterei nicht stattfindet. Nämlich schon damals, also am Ende der 80er, Anfang der 90er, war es so, dass sagen wir, in den oberen Klassen, wenn geritten wurde, die Pferde relativ schnell als, ich sage es mal, als technisches Gerät, als Sportgerät abgestempelt waren und sie einfach kein Freund, kein Kumpel, kein Familienmitglied und das sind eigentlich Pferde für mich. Und dass der Umgang nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Hab damals in der Zeit relativ schnell zu Jean-Claude Distler gefunden. Den Namen kennt er vielleicht fast alle. Der Urvater der Westernreiterei in Europa schlechthin. Ein Schweizer, nicht wahr? Und der hat mich damals schon so inspiriert zur altkalifornischen Reiterei, also sprich zur Reiterei in der kalifornischen Hackamore im Bosal. Hab dann auch, ich mache jetzt mal so einen Schnellabriss, damals sehr schnell den Weg gefunden, dass es mehr gibt außer Westernreiten, nämlich viele Ansätze der klassischen Reiterei. Mit klassischen Reiterei meine ich jetzt nicht also Dressurreiten, sondern wirklich klassische Reiterei, also Newcastle, was weiß ich, die ganzen alten Meister eben, mit denen man dann gearbeitet hat, bis hin zu Steinbrecht, das Gymnasium der Pferde. Also die alten Leute damals, sage ich jetzt mal, die alten Meister haben viel über Biomechanik nachgedacht. Die haben ihre Pferde in der Piaffe, in der Passage ausgebildet. An der Hand und erst dann, wenn an der Hand es funktioniert hat, hat man einen Sattel draufgelegt. Das war die Zeit, als man Schulter herein im Prinzip erfunden hat. Labreuve hat zum Beispiel erfunden oder hat den Spruch geprägt, die Leichtigkeit des Pferdes fängt schon im Maul an. Also der hat damals schon erkannt im 16. Jahrhundert, dass im Prinzip mit einer harten Hand und Druck auf dem Zungenbein überhaupt nichts geht. Parallel dazu, wie gesagt, ein bisschen die klassische Reiterei und die altkalifornische Reiterei. Und bin damals im Prinzip aber schon hergegangen und bin mit Bekannten von mir aus dem Physiotherapeutenbereich unterwegs gewesen. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich bin ursprünglich, komme ich aus dem Fitnesssport, bin mal deutscher Vizemeister Bodybuilding gewesen und jetzt eben auch die Brücke hin zum Reiten. Und im Fitnesssport ist es natürlich so, als Trainer muss ich die Biomechanik des Menschen komplett kennen. Als Fitnesstrainer muss ich, wenn ein Mensch zu mir ins Sportstudio kommt, sage ich, Mensch, Klaus Bärbel oder wie auch immer heißt, was willst du denn machen? Willst du Fußball spielen? Dann müssen wir mir die Beine machen. Willst du Tennis spielen? Brauchen wir ein bisschen mehr Schulter und Unterarme. Hast du denn einen Rückenschiefstand? Wo steht dein Becken? Wie sind deine Fußgelenke? Diese Befindlichkeiten des Menschen einfach ins Training mit einfließen zu lassen. Ja? Und als ich mit der Reiterei angefangen habe und immer intensiver, ist mir das eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen. Die Trainer haben alle die gleichen Übungen gemacht. Ja? Ich meine, es sind immer irgendwo die gleichen Übungen, klar. Aber es ist ja immer, welche Übung ist jetzt wichtiger? Was ist von der Abfolge her wichtiger? Wie weit kann ich ein Pferd belasten oder einen Menschen belasten beim Sportstudio? Weil ich muss ja immer mit einschließen. Wie ist seine körperliche Voraussetzung dafür immer? Ja? Und weil ich da einfach über die Biomechanik vom Menschen komplett Bescheid wusste, klar, als Fitnesstrainer, ich hatte also mehrere Sportstudios geleitet, habe ich gedacht, als Pferdetrainer das Gleiche machen.
habe dann mich mit Physiotherapeuten zusammengetan, bin dort viel mit rumgefahren, habe mich mit denen unterhalten, diskutiert, bin wieder zur Behandlung mitgefahren, habe dann auch bei der DIPO eine Physiotherapeutenausbildung gemacht, aber ich muss dazu sagen, keine komplette Ausbildung, weil ich wollte nie irgendwelche Blockaden lösen oder sowas. Mir ging es dann wirklich nur Anatomie, Biomechanik, um die dann später ins Training einfließen zu lassen. Und dann hat sich angefangen, der Kreis zu schließen, denn auf einmal waren mir viele Dinge, die die alten Meister schon gemacht haben, viel klarer, weil ich jetzt ja viel mehr wusste, wie ein Pferd funktioniert. So. Das ist auch der Grund, warum ich heute überhaupt hier stehen kann, weil ich mich da damit beschäftige. Ich habe den Horseman vor 5 Jahren rausgegeben. Da kriegt er auch noch ein paar schöne Handouts zu dem Thema heute. Da habe ich nämlich gerade zufällig geschrieben gehabt, eine Serie über Biomechanik. Da dreht sich's von das, was wir heute besprechen, so ein bisschen, also vom Körper bis hin zum Genick, zum Bein und so weiter. Und der Michael hat es vorhin ja schon gesagt, ich habe von Anfang an schon immer gesagt, ich beziehe den ganzen Körper ein, eben auch die Hufe. Warum? Weil ich finde, also das tun wir auch in unserer Sandra Schneider Akademie, da bin ich also der Hauptdozent mit der Sandra zusammen, sehen wir das Ganze auch immer sehr ganzheitlich. Und wenn man jetzt mal betrachtet, wieder, wir gehen mal einen Sprung zurück in die Human, in den Humanbereich, wenn ich da zu meinem Osteopathen gehe, Chiropraktiker oder was weiß ich, Orthopäden gehe, und sagen, ich habe Rückenschmerzen, oh, und es zieht immer so rechts, so unten da im Kreuz, wissen Sie, da zieht's, ja, so, dann wird er nicht anfangen, mich einfach versuchen, im Kreuz gerade zu machen oder rumzubiegen, sondern dann guckt er mich an und wird eventuell sagen, naja, unten Ihr Sprunggelenk, ja, ist ein bisschen verdreht, weil Sie haben sich wahrscheinlich mal vorne den großen Zehen gebrochen, der steht schief. Dadurch haben Sie keine Auflage richtig auf den inneren Fußballen. Ja, es bringt Ihr Sprunggelenk ins Kippen, weil Ihr Sprunggelenk kippt, ist in dem Moment Ihr Fuß dort 5 mm oder 5 cm kürzer von der Kniescheibe. Ja, und dadurch haben Sie einen rechten Beckenschiefstand. Hallo? Ja, Thomas, ruhig weiter. Das ist die Selina. Ich habe sie aber schon stumm geschaltet. Mach ruhig weiter. Okay, Lass so. nicht stören. Das heißt also, meine Schmerzen in meinem rechten unteren Kreuz, ja, die kommen gar nicht aus dem Rücken, sondern die kommen unten von meinen Füßen, ja, weil mein Fußbett nicht richtig steht, der Zeh mal gebrochen war, was weiß ich, mein kleiner Zeh kaputt ist, der Knöchel deswegen schief steht, also mein Sprunggelenk. Und dadurch habe ich Probleme im Rücken, die sich aber vom Rücken wiederum diagonal zur linken Schulter ziehen, die mich aber gleichzeitig auch wieder dazu bewegen, dass ich Nackenschmerzen habe. Das heißt also, die komplette Biomechanik des Menschen hängt zusammen, ja? Und wenn man sich jetzt die Biomechanik vom Pferd anguckt, ist es eigentlich nicht anders. Und es wird leider oftmals vergessen, von oben runter nach unten zu den Füßen, aber auch von unten nach oben. Das heißt also, oftmals habe ich Kundenpferde oder halt Reitschüler mit ihren Pferden, die haben ein Rückenproblem, das aber eigentlich gar nicht aus dem Rücken kommt, sondern die haben total krumme Füße unten. Ja? Das heißt also, so wie ich es eben beim Menschen beschrieben habe, könnte das auch beim Pferd im Prinzip Auswirkungen nach oben haben. Das heißt also, über den Fesselträger ganz nach oben, bis hoch in die Schultern, bis hoch in den Nackenbereich oder auch umgekehrt. Natürlich, wenn die oben in der Schulter fest sind und dort nicht richtig im Prinzip sich bewegen können, habe ich natürlich auch unten kein sauberes Abfußen. Das heißt also, wenn ich unten kein sauberes Abfußen habe, habe ich natürlich wieder unten auch Probleme mit meinem Hufbereich. Warum? Weil der sich natürlich ganz anders vielleicht abnutzt, der dreht sich vielleicht ganz anders, wie er normalerweise sich drehen würde, wenn oben die Schulter frei schwingen könnte. Ja? Oder hinten Sprunggelenk, Knie, Hüfte. Die Hanken, ja, beugt mein Pferd die Hanken sauber, ja, da kommen jetzt also gleich auch beim Pferd ein bisschen drauf, dann kann natürlich auch mein Huf entsprechend, also mein unteres Teil, mein Fuß, ja, entsprechend abfußen. Der Huf hat eine ganz normale Mechanik, also eine natürliche Mechanik und dadurch auch einen relativ natürlichen Abrieb, ja. Habe ich jetzt aber ein Pferd, das in den Hanken, also im Sprunggelenk,
im Knie und in der Hüfte sich nicht beugt, also nicht nach vorne rotiert, habe ich natürlich das nächste Problem. Er kommt natürlich nicht nach vorne, er wird die Zehe nicht richtig anheben, er wird mit der Zehe im Prinzip durch den Sand furchen oder auf harten Boden oder sogar Asphalt über die Zehe ziehen. Was macht er sich natürlich? Er macht sich den Huf über die Zehe kaputt, aber nicht, weil der Fuß kaputt ist, sondern weil oben im Prinzip irgendwas klemmt, im ISG vielleicht, im Iliosakralgelenk, oder weil er einfach nicht gut genug geritten ist, um eine natürliche Bewegung und einen schwingenden Rücken zuzulassen und im Prinzip eine Hankenbeugung zu erzielen, dass der Fuß abheben kann. Und was sich das alles so ein bisschen jetzt mal so mal ganz kurz überlegt, dann spielt natürlich alles beim Pferd eine Rolle. Das heißt also, die Füße gehen hoch bis in den Rücken, es geht vor bis ins Genick, es geht sogar vor bis unter die Zunge. Und das möchte ich heute alles mal so ein bisschen anschneiden. Eine Stunde oder ein bisschen mehr ist natürlich sehr, sehr wenig dafür. Ich mache zum Beispiel morgen ein Biomechanik-Webinar, das geht dann 3 Stunden. Ja? Und auch da werden wir nur so die Oberfläche kratzen. Aber ich will trotzdem so mal ein bisschen jetzt anfangen, euch einfach jetzt erstmal nochmal kurz die Biomechanik so ein bisschen zu erklären. Und dann gehen wir auch relativ schnell raus ans Pferd und wollen da einfach mal ein paar Übungen machen. Ja? Tom, ich habe das Wichtigste. Ja? Ich habe vielleicht ganz kurz, vielen Dank. Also, du hast ja eigentlich alle Fragen schon beantwortet, die ich mir irgendwie notiert habe, die ich dir stellen will. Ich bin die Labertasche schlecht. Ja, alles gut, ist perfekt. Aber eine Frage hätte ich trotzdem. Das ist ja sehr komplex, den Bogen, den du da spannst. Also ich finde es eine riesen Herausforderung, dass bei deinem Kunden, oder ja, der ja mit dem Pferd reitet oder trainiert, oder vielleicht hast du einen Hufschmied, mit dem du dich unterhältst, das alles abzusetzen. Wie machst du das? Ja, da ist jetzt ein Reitlehrer und ein Schüler von dir und du siehst aber das Ganze. Wie kannst du das alles loshören, die Info, dass das ankommt? Also, es ist ganz einfach so. Das erkläre ich auch immer meinen Trainern, die ich ausbilde. Es ist immer wichtig, dass man alles weiß. Alles in irgendeinem Rahmen. Ja? Mhm. Das heißt also, ich muss wissen, dass die Füße mit dem Rest der Biomechanik zusammenhängen. Aber ich werde einen Teufel tun und werde zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, der ist im Prinzip für mich von den Füßen her, steht der, würde ich sagen, der steht schräg. Das könnte vielleicht die Ursache sein. Also wir fangen mal von unten nach oben an, dass oben irgendwas nicht stimmt, weil der dreht oder was weiß ich irgendwas. Ja? Dann werde ich immer hergehen und werde einen guten Hufpfleger mir nehmen oder einen Hufschmied. Also ich bin mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Eisen auch ganz weit weg. Ich habe also überhaupt keine beschlagenen Pferde mehr, sondern nur noch Barhufer, die entsprechenden Klebeschutz oder sowas haben. Und empfehle Eisen im Prinzip wirklich nur noch bei extremen Fällen, wo ich wirklich irgendwas aufbauen muss, wo es dann vielleicht mal Probleme gibt, ja, im medizinischen Bereich. Aber eigentlich bin ich totaler Barhufer mittlerweile. Und dann hole ich mir einen Barhufbearbeiter dazu. Oder wenn die vor Ort jemanden haben, dann sage ich, du komm, lass uns doch mal mit dem uns zusammentun, wir unterhalten uns mal, weil ich sehe eventuell da ein Problem. Weil ich möchte nicht in den Hufbereich reinarbeiten, aber ich möchte als Trainer das sehen können, wann ist irgendwas schlecht, wann ist irgendwas schief, um dann mit dem Barhufpfleger zusammenzuarbeiten. Und umgedreht sage ich immer meinen Leuten, du pass mal auf, ich glaube, wir haben da ein Problemchen, ja, oder wenn ihr ein Problem seht, nach oben mal, holt euren Barhufpfleger und der kann sich gern mit mir unterhalten, weil das ist natürlich genau das, was ich heute bei euch möchte, dass wenn ihr seht, die Stellung von dem Huf ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber der hängt mir oben in der Schulter oder der hängt mir im ISG. Vielleicht müssen wir den ein bisschen anders trainieren. Oder wenn ihr den bearbeitet habt, ja, dann seid ihr natürlich nicht gefordert, als Bauchpfleger zu sagen, ja, Moment, jetzt müssen wir aber also 5 Runden Schulter herein, 3 Runden Travers und anschließend müssen wir noch eine Galopptraversale reiten, damit der Huf sich wieder in die richtige Stellung bringt. Das ist ja gar nicht eure Aufgabe. Eure Aufgabe kann aber sein zu sagen, naja, wenn ich das sehe, der ist ja von oben so fest oder der ist so scheiße geritten, ja, deswegen ist er eben auch unten krumm, dass man also eben immer das von oben nach unten sieht und immer sich mit den anderen Experten austauscht. Ja. So wie zum Beispiel ein normaler Orthopäde, der sagt dann zum Beispiel zu mir, okay, Rücken,
ist von der Füße her, geh bitte zu jemandem, der sich auf Füße spezialisiert hat. Und da möchte ich eigentlich so immer, das ist meine Idee dabei, dass ich immer die Kundenpferde, den Kunde mit den einzelnen Experten zusammenbringe. Also nicht einer, der jetzt sagt alles und es muss jetzt so gemacht werden, dass ich werde einen Teufel tun, zu irgendjemand sagen, wer die Hufe machen muss. Will ich auch gar nicht, kenne ich mich auch gar nicht gut genug zu aus, aber man muss eben immer den Zusammenhang wissen. Okay, dankeschön. Ja, Tom, dann würde ich sagen, leg los. Leg mal kurz los. Genau. Wie gesagt, ihr kriegt auch noch ein Handout dafür nachher geschickt. Der Michael macht das, da steht es alles noch so ein bisschen drin. Wir machen so ein bisschen ins Komplex, damit der Abend nicht ganz so lang wird. Ja? Mhm. Ich habe mir aber schon mal, ich habe mal ausgedacht, bevor wir ans Pferd gehen, nutzen wir hier drin noch das Licht aus und alles. Und ich habe ein Pferd mit hier reingebracht. So. Weil die Hauptbiomechanik ist ja im Prinzip relativ, ja, also wir machen es mal ein bisschen komplexer. Und zwar ist es ja so, dass ein Pferd ja eigentlich gar nicht gemacht dafür ist, uns zu tragen. Warum? Früher saß da oben niemand drauf, außer der Säbelzahntiger oder der Puma. Ja? Und wenn der da oben drauf saß, dann hat unser Pferd gebockt und der Säbelzahntiger fiel runter. Die Idee war nie, einen tragefähigen Rücken zu entwickeln. Warum? Weil eben niemand drauf saß. Die Idee, dass da ein Gewicht drauf sitzt, kommt ja erstmal von uns. Und wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir zum Beispiel Gartenarbeit machen und bücken uns, dann tut uns irgendwann der Rücken weh. Warum? Weil wir unser komplettes Körpergewicht in der Beugung nach unten beim Unkrautjäten über den Rücken tragen. Das wäre für das Pferd natürlich tödlich. Warum? Weil das Pferd den ganzen Tag über die Steppe oder über die Wiese läuft und frisst. Ja? Und da hat der liebe Gott gesagt, okay, das wäre natürlich doof, weil dann braucht es ja unheimlich viel Energie, allein um den Rückenmuskel irgendwie anzusteuern und zu ernähren. Und außerdem, wenn ich 3 Stunden Gartenarbeit gemacht habe, dann ging es dem Pferd genauso. Nämlich wenn dann der Puma kommt, dann sagt das Pferd, oh scheiße, mein Rücken tut weh. Weißt du was, frisst mich einfach, ja. Das heißt also, ein Pferd muss so entspannt grasen können, dass es im Prinzip jederzeit aufspringen kann und davon galoppieren. Deswegen hat der liebe Gott dem Pferd was gemacht, nämlich ein sogenanntes Nackenrückenbandapparat. Es ist hier oben am Nacken angesetzt, läuft über die Wirbelsäule, also über die 2 ersten Wirbel, nämlich Atlas und Axis, findet dann in Höhe des Widerrisses in den sogenannten Rückenband und es ist hinten an der Beckenschaufel angesetzt. Und in diesem Nacken-Rückenband, da hängt im Prinzip das Pferd drin und kann die Rückenmuskulatur, die eigentlich sowieso ein Bewegungsmuskel ist, also gar kein Haltemuskel, sondern Bewegungsmuskel, kann das Pferd ohne große Anstrengung die ganze Zeit Kopf unterfressen, ja, und hängt in diesem Nacken-Rückenband-Apparat drin. Und der gilt es dann später für uns natürlich zu aktivieren. Das heißt, wenn wir anfangen, die Hanken, also unser Hüftgelenk, unser Knie und unser Sprunggelenk, wenn wir das anfangen zu beugen und wir rotieren dadurch das Pferd und sehen, dann fängt an, das Pferd sich zu versammeln, wie man so schön sagt. Das heißt also, wenn ich mein Pferd versammle, spanne ich das Nackenrückenband, wenn ich jetzt vorne noch ein bisschen an der Nase arbeite, dann kommt das Nackenband noch ein bisschen verstärkt dazu. Das heißt also, das Pferd wird kürzer. Und dadurch, dass es kürzer wird, komme ich zu diesem tragefähigen Rücken, weil ich praktisch diese Wirbelsäule an dem Nackenrückenband aufrichte. Die Schultern kommen hoch, denn immer zu einer Versammlung gehört gleichzeitig auch eine Aufrichtung. Keine Aufrichtung, also in der Schulter eine relative Aufrichtung, also die, die wir auch brauchen zum Reiten, keine absolute. Also wie gesagt, ich mache jetzt so einen Schnelldurchgang, kriege da alles nochmal im Handout. Dann nachher eine absolute Aufrichtung, das wäre das hier, beigezäumt über die Hand und ihr seht, da geht der Rücken weg. Ja? Das heißt also, wenn wir jetzt Totilas-mäßig reiten würden, ist der Rücken eher weg. Wenn wir aber im Prinzip unser Pferd schön in der Dehnung arbeiten, dann sieht man schön, ist der Rücken da. Das heißt also, es gilt, die Hanken zu beugen, um den Rücken anzuheben und die Schultern anzuheben. Und jetzt sind wir schon wieder bei den Hufen. Weil, das wisst ihr alle, habt ihr auch aus eigener Erfahrung, die meisten Probleme im Hufbereich, nicht geht es jetzt gar nicht mal also an den Huf an sich, also an die Form oder ans Horn, sondern einfach auch an die Gelenke, die von unten nach oben kommen, ja, finden ja im Prinzip in der Vorhand statt. Warum? Weil diese blöden Ponys, so 60-65%, sogar manchmal mehr, je nach Rasse und wie lang der Rücken ist und wie dick der Schädel vorne ist, findet ja die Belastung auf der Vorhand statt, ja. Wenn ich jetzt aber schaffe, die Belastung etwas auf die Hinterhand
umzuwälzen. Ihr seht es ja, ey, dann kommt die Schulter hoch. Ich komme noch ein bisschen ins Genick, tragefähiger Rücken. Meine Schultern heben sich und die Belastung in der Bewegung, also das Abfedern im Sprung, im Galopp, wird automatisch etwas von der Vorhand auf die Hinterhand aufgenommen. Das heißt also, Probleme, die ich jetzt im Gelenksbereich hier unten habe, kann ich schon damit etwas verhindern, dass mein Pferd vernünftig über die Hinterhand, über eine Hankenbeugung geritten werde. Das heißt, geritten wird. Und er merkt, da fängt es schon mal an. Also hinten haben wir es vorhin ja schon mal erklärt, die schlurfenden Zehen zum Beispiel, ja, und vorne die Belastung auf den Gelenken. Ja. Das heißt also, durch ein vernünftig über die Hand gebeugtes Pferd in einer relativen Aufrichtung bringt mir so viel Spannung ins Pferd, dass ich im Prinzip auch gleichzeitig unten die Füße wieder entlaste. Ja. Jetzt kann man sagen, okay, alles klar, das kriegen wir hin. Hankenbeugung, Rücken ist alles klar, die Schultern kommen hoch, relative Aufrichtung, eine Versammlung, das zusammen mit dem Pferd und Fuß bleiben können. Ganz wichtig ist dabei aber wiederum der Apparat hier vorne. Wir brauchen ein paar Minuten, dann gehen wir gleich los ins Pferd. Nämlich neben dem Rücken, Schultern und den Hanken ist es vor allem das Genick, der Kiefer und das sogenannte Zungenbein, das liegt hier unten drin, dass wir das Ganze ansteuern. Das sind zwar drei kleine Teile, wenn ich das ganze Pferd betrachte, aber drei wichtige. Warum? Wenn ich mein Pferd im Genick zu stark hinter die Senkrechte arbeite, also so, gleichzeitig noch Beizäume, haben wir ja schon gesagt, dann geht der Rücken weg. Was passiert aber hier oben? Hier oben habe ich die ersten zwei Wirbel hinter der Schädelplatte. Da ist das Nackenband angesetzt und ein optimal gerittenes Pferd beugt sich im Prinzip durchs Genick, indem es das vorne das Gelenk öffnet. Das Nackenrückenband gleitet gespannt über die Wirbelkörper. Wenn ich mein Pferd zu stark beizäume, also hinter die Senkrechte, habe ich das erste Problem, dass ich im Prinzip einen sogenannten falschen Knick kriege. Das heißt also, wir gehen eher durch den dritten Nackenwirbel, der dafür gar nicht gedacht ist. Ja? Wir stauchen oben das erste Gelenk, also zum Atlas hin, und das Nackenband reibt mir über diese zwei Wirbelkörper. Völlig kontraproduktiv, um einen tragefähigen Rücken zu haben. Das heißt also, wir knallen im Prinzip das Pferd vom Rücken weg, haben keine Hangbeugung, gleichzeitig wieder Probleme in der Vorhand und vorne auf den Füßen. Das zweite ist natürlich unser Kiefer. Warum? Weil der Kiefer ist so gebaut. Ich zeige es mal kurz. So. Ist gut, wenn man alles da hat immer. Der Kiefer ist so gebaut, dass Unter- und Oberkiefer, seht ihr das schön? Ja. Die sind nicht gleich breit. Also der Unterkiefer ist schmäler als der Oberkiefer. Ja? Warum ist das so? Ganz einfach, weil das Pferd ja fressen möchte. Und das Fressen findet ja beim Pferd in einer mahlenden Bewegung statt. Das heißt also, immer auf einer Seite habe ich im Prinzip einen Ober- und Unterkiefer, die gleich sind. Und dann malt im Prinzip der Unterkiefer hin und her, um einmal auf der Seite und einmal auf der Seite eine gleiche Zahnreihe zu erzielen. Diese malende Bewegung ist natürlich auch das, was später immer alles sagen, kein Sau erklärt ja warum, was man später beim Pferd ein Abkauen nennt. Ja? Das heißt also, in dem Moment, wenn mein Pferd kauen kann, ist es natürlich automatisch im Gelenk des Kiefers, das nämlich ein dreidimensionales Gelenk ist, ja, also in alle möglichen Richtungen sich bewegen kann, locker. Wenn es da locker ist, kann es auch locker im Genick sein. Das könnt ihr selber mal ausprobieren. Wenn ihr jetzt mal einen Bleistift in den Mund nimmt, also ein Gebiss, und beißt da mal drauf, als wenn euch jemand mit dem Sperrhalfter das Ganze zusammengezogen hätte, dann werdet ihr das sofort merken, dass ihr über den Kiefer, ja, über das Kiefergelenk bis hinten ins Genick fest werdet. So, und jetzt überlegt mal, wir machen jetzt so das eben genannte Sperrhalfter drauf, Nasenriemen, alles Verschnallendes, ja, und schieben dem Pferd im Prinzip den Kiefer zusammen. Das heißt also, das Pferd kann gar nicht mehr locker kauen. Dadurch, dass es nicht mehr kauen kann, wird es schon mal viel fester vom Kiefergelenk bis zum Genick.
Jetzt haben wir aber eben gesagt, im Genick findet die Beugung statt, ja, die wir brauchen, um das Nackenband zu spannen. Schon wieder ein Problem. Das nächste Problem ist natürlich das, dass in der Stellung und Biegung des Pferdes sich der Unterkiefer mitbewegt, um eine Zahnreihe im Prinzip immer gleichzustellen. Das heißt also, Unter- und Oberkiefer verschieben sich in der Stellung und Biegung. Wenn ich das Ganze zusammengeschnürt habe oder umgekehrt aus anderen Gründen der Kiefer fest ist, das Kiefergelenk, kann mein Pferd sich nicht mehr vernünftig stellen und biegen. Es wird sich eher verwerfen. So, das heißt also, allein schon vom Kiefergelenk her kann ich die komplette Biomechanik beeinflussen, weil natürlich wieder Kiefergelenk, Nacken fest, Nackenrückenband, Schulter drückt nach unten, Vorhand und schon sind wir wieder unten bei den Füßen. Ja? Und ein ganz, ganz kleiner Teil noch davon, bevor wir jetzt ans Pferd gehen, ist dann das sogenannte Zungenbein. Ich habe es eben schon beschrieben, es sitzt hier unten drin. Das Zungenbein ist ein kleiner, haarförmiger Knochen. Der wiederum ist nicht knöchern, sondern nur über Bänder und Sehnen mit dem Unterkiefer verbunden, aber gleichzeitig mit der ganzen vorderen Front des Pferdes bis in die Muskulatur, Bänder und Sehnen der Beine hinein. Dieser kleine haarförmige Knochen, das Zungenbein, ist aber gleichzeitig neben dem Innenohr ein ganz, ganz wichtiges Organ für das Gleichgewicht, für die Balance. Das müsst ihr euch so vorstellen, so ein bisschen wie die Blase in einer Wasserwaage. Ja? Ist das Ding in der Mitte, dann kann sich mein Pferd schön ausbalancieren. Wenn ich jetzt über eine zu harte Hand reite und im Prinzip mit dem Gebiss, das ja auf die Zunge einwirkt, wie gesagt, alles nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt in den PDFs, die ihr kriegt, das ist jetzt alles ein bisschen auf die Schnelle zusammengeschnürt. Wenn ich also mit meiner Hand einwirke auf die Zunge, habe vielleicht noch alles zusammengeschnürt, dann klemme ich dieses Zungenbein ein. Das Zungenbein wird sich verschieben, mein Pferd kommt aus der Balance, kriegt also eine Disbalance. Ja? Und ich brauche euch als sehr gute Hufbearbeiter, einige von euch kennen mich ja, weil sie ja schon mal hier bei mir auf Heartland waren, brauche ich ja nicht sagen, wenn das Pferd in einer Disbalance läuft, habe ich automatisch auch eine Disbalance unten in den Hufen. Ja? Es wird sich immer nach unten auswirken. Wenn ich schief laufe und laufe damit ein halbes Jahr lang schief, dann habe ich auf meinen Schuhen auf einer Seite noch so eine dicke, fette Sohle und auf der anderen Seite vielleicht gar keine. Oder der Absatz ist schräg abgelaufen. Und es ist nichts anderes beim Pferd. Wenn also oben die Biomechanik vom Pferd nicht stimmt, werde ich es unten sehen. Ja? Nicht, also kaum ein Pferd wird von Haus aus so schief laufen, dass es sich wirklich schief abläuft, es sei denn, es stimmt oben irgendwas nicht. Und das ist der Punkt, wo ich vorhin schon gesagt habe, wo ihr dann vielleicht mal nachfragen müsst, was machst du denn für Training, mein lieber Freund? Ja? Sitzt du da krumm und schief drauf? Oder ich habe zum Beispiel dann jemand, der hat ein kleines Quarterponyschen, 1,48 groß, zuckersüß, wiegt aber leider 115 Kilo. Ja? Sorry, funktioniert nicht. Zu viel Belastung. Biomechanik oben funktioniert nicht. Hufe unten scheiße. Das heißt also, es spielt alles zusammen eine Rolle. Und dieses kleine Zungenbein ist natürlich für diese Balance ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wenn da zu hart geritten wird, kann sich das unheimlich auf die Vorderbeine und damit natürlich auch vorne wieder auf die Hufe irgendwann auswirken. Boff. Das war jetzt Biomechanik von 4 Stunden auf 20 Minuten runter. Geht doch. Ja, super, vielen Dank.